Hallo ihr Lieben, wie ihr vielleicht gemerkt habt, gab es im letzten Monat kein Neuzugänge-Video, weil es sich nicht gelohnt hätte. Ich habe im Juli zwei Bücher bekommen. Und ja, für zwei Bücher lohnt es sich nicht, ein Neuzugänge-Video zu drehen, deswegen habe ich es mitgenommen in den nächsten Monat. Das heißt, dieses Neuzugänge-Video gilt für den Juli und August, auch wenn schon September ist. Und im August habe ich dagegen so einiges dazu bekommen. Es sind ganze 10 Bücher, obwohl eins davon ein E-Shirt ist, also 9 Bücher, eins davon ist eigentlich nur eine Maske, also 8 Bücher, plus die zwei von dem Monat davor sind also doch wieder 10. Und ja, deswegen wird dieses Video wahrscheinlich vollbepackt. Ich versuche, die Bücher, die ich euch schon öfters gezeigt habe, jetzt nicht so ausführlich darzustellen, obwohl ich sie euch alle fast schon, denke ich mal, gezeigt habe. Aber zu manchen habe ich schon eine Rezension gemacht und die habe ich dann schon in Want to Reads gezeigt und im Lesemonat und sogar manche sogar im Unhaul bereits, obwohl ich sie noch nicht in einem Haul gezeigt habe. Deswegen muss ich dazu, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Aber ja, naja, fangen wir direkt an. Ich habe nämlich auch ein paar Goodies manchmal dazu bekommen, wie zum Beispiel zu dem ersten Buch, das ich im Juli bekommen habe. Und zwar ist das Ein Kuss aus Sternenstaub von Jessica Corey. Übrigens sind die meisten dieser Bücher Rezensionsexemplare. Ich sage es aber auch immer noch dazu, wie das hier war ein Rezensionsexemplar vom CBJ Verlag. Deswegen existiert eine Rezension bereits dazu. Die verlinke ich euch in der Infocard. Deswegen sage ich da jetzt auch nicht viel zu. Es ist so eine Genie-orientalische Geschichte, ein bisschen angelehnt als ta an Tausend eine Nacht und an Al die Aladdin-Geschichte. Fand ich ganz nett. Hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber wenn man so diese orientalischen Flair haben möchte, ist das Buch ganz gut, glaube ich. Und dazu habe ich noch bekommen das hier. Das hier ist ein Poster, weil ein Buch aus dem CBJ Verlag ja auch verfilmt wurde und letztens im Kino lief. Ich weiß gar nicht, ob es noch läuft. Ich glaube nicht. Aber das kam halt dazu als Werbung für den Film, was jetzt wahrscheinlich schon zu spät ist, aber gut. Egal, ich zeige es euch trotzdem. Und zwar ist das das Filmposter zu Fallen, also Engelsnacht im Deutschen. Sieht man jetzt nicht ganz drauf, weil ich einfach zu nah zur Kamera sitze. Aber ihr merkt es wahrscheinlich. Für mich ist das einfach nichts, weil ich nicht mehr in dem Alter von solchen Art von Postern bin. Aber vielleicht tue ich es mal irgendwann in der Verlosung oder so. Falls ihr Lust darauf habt, sowas zu gewinnen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich es, ob ich es in die nächste Verlosung reintun soll oder ob ich es irgendwem anders schenke oder so. Dann habe ich im Juli auch bekommen, das ist das zweite und letzte Buch, Big Rock, 7 Tage gehörst du mir von Lauren Blakely. Dazu gibt es auch eine Rezension, weil es auch ein Rezensionsexemplar war. Das verlinke ich euch ebenfalls. Ich fand auch das okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es behalten wollen würde. Deswegen habt ihr es auch schon, falls ihr mein Unhaul gesehen habt, im Unhaul gesehen, weil ich es einfach nicht nochmal lesen werde und Erotikromane sowieso nicht so ganz meins sind. Ich hatte gedacht, es wäre mehr so ein New Adult Roman, war es jetzt nicht. War mehr Erotikroman, war auch okay. Ich habe jetzt nicht so viel davon erwartet und deswegen konnte es mich eigentlich ganz gut entertainen, unterhalten, aber es war jetzt auch nicht der Burner. Von daher brauche ich das nicht unbedingt hier zu Hause. Dann kommen wir jetzt zum August. Die ersten Bücher, die im August bei mir eingezogen sind, sind Band 2 und 3 der Ashes-Reihe, der vierteiligen Reihe. Quadrologie oder wie das heißt, ich weiß es nicht. Das sind diese beiden Bücher, Band 2. Ashes tödliche Schatten habe ich schon gelesen. Auch dazu gab es ein Lesetagebuch, das verlinke ich euch ebenfalls mal. Die habe ich beide übrigens gekauft auf einer Seite, wo man das kann. Also so gebrauchte Bücher habe ich da gekauft. Beide, ich glaube, für 18 € oder so. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Aber ich bin auf jeden Fall froh, das zu haben, weil der zweite Band echt schwer zu bekommen ist. Den kriegt man quasi gar nicht mehr, außer man blättert echt viel Geld hin. Deswegen habe ich wirklich Glück gehabt und kann mich darüber freuen. Und da geht es übrigens um so eine apokalyptische Geschichte mit Art von Zombies. Ich finde das ja immer sehr spannend, wenn man das gut hinkriegt, diese Atmosphäre, wie man überlebt und wie man mit anderen Leuten in so einer Situation umgeht, ob man sich grüne ist oder doch gegeneinander kämpft. Das finde ich immer sehr interessant. Das wurde hier echt gut umgesetzt. Deswegen habe ich auch gleich Band 3 mitgenommen. Und zwar Ruhelose Seelen. Der ist noch eingeschweißt, wie ihr seht. Ich habe den gebraucht gekauft und der ist noch eingeschweißt hier angekommen. Hammer. Hammer. Und ja, darauf freue ich mich. Ich hoffe, ich kann das auch bald lesen. Dann muss ich mir noch den vierten Band zulegen und dann kann ich das hoffentlich bald beenden. Lust hätte ich auf jeden Fall drauf.
Ich verlinke euch wie immer alle Bücher in der Infobox. Falls ich jetzt zu wenig für euren Geschmack über die Bücher sage, könnt ihr da nochmal nachgucken und nochmal nachlesen und das machen, worauf ihr Lust habt. Gut, dann war das nächste Buch, das Buch, das ich im Moment lese, mit einer lieben Zuschauerin zusammen. Ich grüße dich, falls du dieses Video siehst. Und zwar ist das Band Nummer 2 zu Das Reich der Sieben Höfe. Flammen und Finsternis heißt dieser Band von Sarah J. Maas aus dem DTV Verlag, der mir auch dieses Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür. Ich bin gerade ungefähr bei der Hälfte, also bei Seite 374, muss heute noch bis 300, nein, 400 und Seite 405 kommen, damit wir uns austauschen können mit meiner Lesepartnerin. Das ist ungefähr die Hälfte von 707 Seiten oder was das Buch hat. Ich muss sagen, den ganzen Hype um dieses Buch, um die Reihe, kann ich nicht nachvollziehen. Also viele haben gesagt, das ist ja so ein tolles Buch und ich habe es angefangen zu lesen. Und auch Malle hatte darüber geschwärmt, Malle von Buchfeder. Und ich habe ihr dann geschrieben, ja, das zieht sich aber noch. Und sie hat gesagt, ja, das kommt erst noch, das kommt erst noch. Aber ich bin jetzt schon bei der Hälfte des Buches und es zieht sich immer noch. Und ich bin immer noch nicht wirklich begeistert davon, weil es für mich, tut mir leid, bisher ziemlich langweilig war. Und so sieht das auch ähnlich meine Lesepartnerin, und bin ich echt froh, weil wenn sie es toll gefunden hätte und ich nicht so toll, dann hätte es nicht so viel Spaß gemacht, glaube ich. Es macht irgendwie mehr Spaß, wenn wir gemeinsame Probleme haben. Und ja, wir finden es beide nicht so pralle bisher. Vielleicht ändert sich die zweite Hälfte noch, aber ich muss sagen, so drüber hinweghelfen, dass die erste Hälfte relativ langweilig war, wird es mich dann auch nicht. Und wenn es so weitergeht, wie es jetzt gerade ist, werde ich den letzten Band wohl nicht lesen wollen. Wird es dann eine Trilogie oder wird es noch mehr Bücher geben? Ich weiß es gar nicht, aber ach, so begeistern tut es mich leider gerade nicht. Band 1 war jetzt auch nicht so der Burner, aber er war, glaube ich, noch ein bisschen besser als dieser hier, weil Band 1 einfach auch ein bisschen kürzer war. Von daher, das hat sich auch ein bisschen gezogen am Anfang, aber es ging halt schneller vorbei, weil es weniger Seiten waren. Denn das nächste Buch war das hier. Auch das habt ihr schon in Rezensionen und auch im Unhaul schon gesehen. Und zwar Fangirl von Rainbow Rowell. Das, ja, das finde ich auch viel zu überhyped. Also mein Geschmack hat das nicht getroffen. Ich habe nicht so richtig das gesehen, was andere daran so gepreist haben, vor allem im englischsprachigen Bereich war das ja sehr gehypt und sehr beliebt und so. Ich habe den Appeal daran nicht so gefunden. Ich fand vieles daran nicht so ausgereift und auch die Sprache ist nicht so meins. Und auch hier habe ich mich so ein bisschen gelangweilt, weil sehr wenig bis gar nichts passiert. Und nee, leider nicht meins. Und ich finde auch den Titel Fangirl falsch gewählt, weil es mehr um Fanfiction geht und nicht wirklich ums Fansein an sich. Aber mehr dazu dann in der Rezension, die ich euch verlinke. Das hier war übrigens auch ein Rezensionsexemplar. Und dazu habe ich das hier zum Beispiel noch gekriegt. Das ist so eine Art Broschüre mit so einem Mini-Poster. Es war leider geknickt schon. Ich habe das nicht selber geknickt. Und hier drin ist noch ein Interview mit der Autorin und so. Wenn ihr das seht, habe ich jetzt nicht gelesen. Mich hat es jetzt nicht so unbedingt interessiert. Aber falls es euch interessiert, kann ich das ja auch zu einer zukünftigen Verlosung dazulegen. Sonst schmeiße ich es halt weg. So. Dann kam ein Buch hierher, worauf ich mich sehr freue, habe ich noch nicht gelesen. Deswegen habt ihr es wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Und zwar ist das Riders von Veronica Rossi. Schatten und Licht ist das, heißt der Untertitel. Übrigens, falls ihr meine neuesten Neuzugänge direkt quasi sehen wollt, dann folgt mir auf Instagram. Also bitte folgt mir auf Instagram, falls ihr Lust habt, weil ich sehr oft, vor allem wenn ich mehrere Bücher an einem Tag bekomme, also Rezensionsexemplare wie diese, das oft in den Insta-Stories poste und dann könnt ihr direkt sehen, oh, das hat sie ja bekommen und vielleicht meine Freude teilen. Also falls euch sowas interessiert, könnt ihr mir da gerne folgen. Ich poste jetzt nicht jedes Neuzugänge-Buch in den Insta-Stories, weil ich finde, dann wird dieses Video hier irgendwie redundant, dann wird es hier niemanden mehr interessieren, wenn ich wirklich jedes Buch auf Instagram poste. Aber doch so ein einiges poste ich schon auf Instagram. Auf jeden Fall, darauf freue ich mich sehr. Da weiß ich noch nicht, wie das so sein wird. Ich habe auch schon eine Zuschauerin, ich glaube, sie hat das in den Kommentaren oder so geschrieben, dass sie das gelesen hat, aber jetzt noch nicht so begeistert war. Jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl, aber ich hoffe, es wird mich trotzdem eher mitnehmen und interessieren und unterhalten. Ich versuche jetzt nicht zu viel zu erwarten. Ich versuche einfach nur ein nettes Buch für zwischendurch zu erwarten. Eins, das mich mitnehmen kann und das
mich nicht dazu bringt, jede Kleinigkeit, die irgendwie nicht so toll ist, zu bemängeln und dadurch den Spaß daran zu verlieren, weil das bräuchte ich im Moment echt nötig. Ein Buch, das sich nicht zieht und ein Buch, wo ich nicht jede Kleinigkeit irgendwie auseinandernehmen möchte und das mich einfach unterhält, auch wenn es nicht perfekt ist. Und ich hoffe, das darin zu finden. Es geht hier um einen jungen Mann. Gideon Blake heißt er. Der ist, ich glaube, in einem Autounfall oder so verwickelt und sollte eigentlich tot sein. Hat es aber wundersamerweise überlebt. Und dann kommt irgendwie so ein Mädchen ins Krankenhaus und erzählt ihm, dass er einer der Reiter ist, deswegen Riders, und gegen Dämonen kämpfen muss zukünftig. Es hat mich so ein bisschen an Supernatural erinnert, hat aber auch, also die Autorin kenne ich auch von der Gebannt-Trilogie, deswegen bin ich da gespannt drauf. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Dann muss ich einmal umblättern, habe ich ein Buch bekommen, mein unangefragtes Buch direkt vom Autor, also auch ein Rezensionsexemplar, was ich aber nicht lesen möchte. Ich habe es schon angelesen, deswegen habe ich es auch schon im Lesemonat gesehen und auch im Arnhall schon. Es ist nichts für mich, es ist so ein Kinderbuch und ich habe es unangefragt, wie gesagt, bekommen. Es interessiert mich aber einfach nicht. Und zwar ist das Zirkus Baldoretti und der verborgene Schatz von A. Rosa. Dazu habe ich übrigens auch ein Poster gekriegt, diesmal so ein bisschen kleiner, aber es war dabei. Und zwar sieht das so aus. Na, kommt schon. So. Übrigens hat die liebe Jenny von Letters and Life ihren Kanal, verlinke ich in der Infobox. Und wenn ich nicht vergesse, mal das Kanal auch. Die hat mich daraufhin angeschrieben nach dem Anhol und hat gefragt, was möchtest du mit dem Buch machen, weil ich möchte es lesen. Und deswegen habe ich es ihr jetzt versprochen, sie bekommt das. Wenn du das siehst, Jenny, möchtest du auch das Poster haben? Wenn du es möchtest, kriegst du das natürlich. Wenn nicht, dann tue ich das vielleicht auch in die nächste Verlosung rein. Ich weiß noch nicht, wann das genau sein wird, aber naja, ich habe da oben ja noch so einige Poster, die da immer noch liegen, obwohl ich sie auch mal verlosen wollte. So, das ist übrigens ein Kinderbuch, geht um einen Zirkus und ein paar Kinder, die halt diesen Schatz suchen. Ich habe es nicht gelesen, ich habe auch nicht vor, es zu lesen, aber ich verlinke es euch trotzdem in der Infobox. Ein Buch, das ich schon rezensiert habe. Und zwar ging die Rezension am Montag online, am Dienstag online. Wenn ihr das hier seht, dürfte ja Samstag sein. Die Rezension dürfte am Dienstag online gegangen sein. Heute ist übrigens Montag, deswegen spreche ich so komisch. Ich habe das Video auf jeden Fall schon hochgeladen. Es dürfte morgen online kommen. Also für euch war es am Dienstag. Ich verlinke euch deswegen die Rezension. Das heißt, das Amrita von Aditi Koran. Korana. Ich fand das jetzt, naja, ein bisschen zu überladen, muss ich sagen. Das Buch war entweder einfach zu kurz für den Inhalt, den es hatte, oder es hatte zu viel Inhalt für die Länge. Das eine oder das andere. Auf jeden Fall hatte ich nicht so viel Spaß daran, obwohl es an sich eigentlich ganz gut konzipiert war und auch die Atmosphäre, so eine indische, auch orientalische Atmosphäre, mir eigentlich ganz gut gefallen hat und auch das Cover ist einfach Hammer. Übrigens auch ein Rezensionsexemplar. Wie gesagt, es hat mich nicht so umgehauen, aber ich werde es, glaube ich, behalten, weil ich es einfach so schön finde, auch wenn der Inhalt nicht so meins war. Es geht hier übrigens um ein Mädchen, die wohnt in so einem Königreich und so und alles ist eigentlich ganz super toll. Und dann erobert ein Herrscher ihr Land und sie muss fliehen und versucht mit so einer komischen Bibliothek in die Vergangenheit zu reisen, um das alles ungeschehen zu machen. Was sie dabei erlebt, müsst ihr selber lesen. Ich finde, das hört sich jetzt spannender an, als das Buch letztendlich war, weil es so sehr absurd geworden ist und abgedriftet ist von dem eigentlichen Inhalt. Aber ja, die Idee, man hätte so viel mehr draus machen können. Zumindest für meinen Geschmack. Es gibt sicher Leute, die das super toll finden. Ich will euch da jetzt gar nichts rausreden. Aber es war nicht so meins. Mehr dazu dann in der Rezension, die ihr sehen könnt. Dann habe ich etwas bekommen, was genau genommen kein Buch ist, aber irgendwie hier rein gehört. Und zwar ist es die erwähnte Maske vom Anfang. Ich habe das übrigens auf Lovely Book gewonnen vom Verlag selbst, von Ars Edition. Da habe ich mich sehr gefreut. Und zwar ist das eine Game of Thrones, der weiße Wanderer 3D-Maske mit Wandhalterung. So sieht die Verpackung aus. Ich muss sagen, sieht hier auch viel, viel schöner aus, als wenn man das auspackt. Sieht nämlich so aus, wenn man das zusammen baut. Das finde ich wiederum nicht so schön, muss ich sagen. Ich muss dabei sagen, dass bei der Verlosung man nicht aussuchen durfte, für welche Maske man sich bewirbt. Und ich habe natürlich gehofft, dass ich eins der anderen bekomme. Also entweder hier den Lannister,
Das ist der Targaryen-Drache, den Wolf von Haus Stark oder den Lannister-Löwen. Ich habe gehofft, eins der drei zu bekommen. Welches war mir egal, weil ich die alle hübsch fand. Nur den weißen Wanderer stand bei mir ganz unten auf der Liste. Und gerade den habe ich natürlich bekommen. Das habe ich übrigens auch auf Instagram in den Insta-Stories gezeigt. Und da habe ich auch schon darüber geredet, dass es eigentlich blödsinnig ist, dass ich etwas gewonnen habe und mich eigentlich freuen sollte, trotzdem irgendwie enttäuscht bin, dass ich nicht das bekommen habe, was ich haben wollte. Und das ist eigentlich eine blöde Einstellung, weil das möchte ich nicht. Ich möchte mich über etwas freuen, das ich gewonnen habe. Aber manchmal kann man sich gegen sowas nicht wehren. Kennt ihr das? Und ich finde das selbst blöd von mir und ich versuche das nicht zu tun und finde das nicht so toll. Aber trotzdem konnte ich nichts gegen dieses Gefühl der Enttäuschung machen, dass ich nicht eins der anderen bekommen habe. Aber ich finde es trotzdem richtig cool, weil hier ja auch zu Beginn zumindest andere Sachen drin sind, wie zum Beispiel, Moment, ich muss das suchen, eine Karte von Westeros und dem anderen Land. Ich weiß gar nicht, wie das ist, das Festland. Ich finde das auf jeden Fall cool. Ist jetzt nicht alles in bis ins kleinste Detail eingezeichnet, aber an sich finde ich das richtig geil, dass ich jetzt endlich mal eine Karte habe, wo ich auch mal nachgucken kann, weil ich manchmal die Distanzen nicht so im Kopf behalten kann von dem Intro und so. Hier sind auch ein paar Bilder so vom Weißen Wanderer und Beyond the Wall und so. Finde ich richtig cool. Und da weiter hinten sind halt die einzelnen Einzelteile von der Maske drin, die man dann rauslösen kann und zusammenbauen kann. Ich muss sagen, dass ich das wohl in naher Zukunft nicht machen werde, weil ich ja hier noch bei meinen Eltern wohne und meine Mutter hat gleich gesagt, als sie das gesehen hat, nee, 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 das hängst du in meiner Wohnung nicht auf. Das gefällt ihr auf jeden Fall nicht, weil ich finde es ja selbst nicht so hübsch und sie findet es noch weniger hübsch als ich. Deswegen war sie jetzt nicht so begeistert. Ich dachte mir auch, nee. Das lohnt sich jetzt nicht, das hier zusammenzubauen und ein Plätzchen dafür zu finden. Ich mache das, wenn ich eine eigene Wohnung habe, was hoffentlich nicht mehr so lange dauert, was ich schon seit Jahren sage. Aber ja, trotzdem. Ich habe hier noch ein paar Poster, die ich mein geschenkt bekommen habe von Supernatural und so, die ich eigentlich auch schon lange aufhängen wollte, aber immer gedacht habe, wenn ich meine eigene Wohnung habe, und das dauert ja schon ziemlich lange. Aber gut. Ich habe es zumindest, ich freue mich darüber. Alles, was mit Game of Thrones zu tun hat, macht unheimlich Spaß. Und deswegen freue ich mich, dass ich das hier auch habe. Und dann noch ein Buch und dann sind wir noch bei dem eShort und dann sind wir fertig. Und zwar habe ich vom Blind Valley Verlag auch ein Rezensionsexemplar dieses Buch bekommen. All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niven ist jetzt neu rausgekommen als Taschenbuch, gab es ja schon mal als Broschur. Und ich habe ja vor kurzem das andere Buch der Autorin gelesen. Und das fand ich wirklich gut. Also nicht super toll, aber wirklich gut. Und habe mir deswegen gedacht, komm, das musst du auch lesen, weil du es damals, als es rauskam und alles gelesen haben, nicht gelesen hast. Weil ich dachte, dass das nicht so was für mich ist, weil es hier halt um Jugendliche geht, die sich umbringen wollen und dann irgendwie die Liebe finden und deswegen sich nicht umbringen wollen. Und ich dachte mir, das klingt für mich nicht so logisch, nicht so realitätsnah. Deswegen wollte ich das nicht lesen, weil ich nicht so klischeehafte Dinge lesen wollte. Aber ich habe aus dem anderen Buch von ihr erfahren, dass sie eigentlich nicht so klischeehafte Dinge schreibt. Also zumindest nicht in dem anderen Buch. Und deswegen glaube ich, war meine Meinung zu diesem Buch einfach falsch. Und ich möchte dem eine Chance geben. Und jetzt bin ich froh, dass es nochmal neu rausgekommen ist und ich es als Rezensionsexemplar anfragen durfte und konnte und es auch bekommen habe. Und ich werde es bald lesen. Es hat auf jeden Fall so einige Seiten. Ich dachte, es wäre dünner. Es hat fast 400 Seiten. Aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, es wird mich genauso begeistern können, zumindest in den meisten Punkten, wie das andere Buch. Vor allem die Charaktere mochte ich ja in dem anderen Buch, also die weibliche Protagonistin. Was hier jetzt nicht unbedingt der Fall sein muss, weil die andere ich ja so unbedingt gemocht habe, weil sie halt übergewichtig war und selbstbewusst damit umgegangen ist. Und hier ist das ja nicht unbedingt der Fall, aber das heißt ja nicht, dass ich es weniger mögen muss. So, und das letzte ist das eShort. Zwar ist das Schicksalsbringer Fortunas Vermächtnis von Stefanie Hasse, ist so ein kurzes E-Book, 55 Seiten, glaube ich. Ja, gehört zu ihrem neuen Buch, das auch Schicksalsbringer heißt. Das habe ich nicht gelesen, bin ich jetzt auch nicht so unbedingt scharf drauf, aber ich wollte wenigstens mal reinlesen, wie sie schreibt und so. Das gab es mal für umsonst und da habe ich es auch runtergeladen. Jetzt kostet es allerdings 1,99 Euro, was ich übertrieben finde, weil es gar nicht so gut ist für den Preis und 55 Seiten finde ich auch viel zu wenig für diesen Preis.
Ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen, für den Preis zu kaufen. Wenn es umsonst irgendwo mal ist, kann man es lesen. Ich fand es jetzt auch nicht so pralle. Könnt ihr ja in meinem Lesemonat dann sehen. Habe ich ja schon drüber geredet. Es hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Es hat mir auch nicht so Lust gemacht auf das richtige Buch. Deswegen finde ich 1,99 € einfach zu teuer dafür. So, das war's jetzt. Ich höre jetzt auf, weil draußen schon wieder die Leute Holz hacken. Ich habe heute den ganzen Tag darauf gewartet, dieses Video drehen zu können, weil sie da draußen die Bäume gefällt haben. Und es ist schon dunkel, es ist schon noch 20 Uhr. Eigentlich sollten sie schon lange aufgehört haben. Jetzt machen sie trotzdem weiter. Tja, deswegen höre ich jetzt auf. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht so laut. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und ansonsten sehen wir es dann im nächsten Video wieder. Bye, Leute.